Willkommen zum Expertentalk der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de. Wir sprechen heute über das Thema Nachfolge im Werkzeugbau und der Teilefertigung, einem wichtigen Bestandteil der deutschen Industrie. Als Gast und Experten dürfen wir heute Martin Kiene begrüßen. Martin ist der Vorstandsvorsitzende der Wamea Group. Die Wamea Group umfasst derzeit 6 Unternehmen aus dem Werkzeugbau und der Teilefertigung. Sie bietet für Inhaber von Unternehmen dieser Branche eine spannende Nachfolgelösung für ihre Kunden, innovative Lösungen und erstklassige Produkte. Insgesamt beschäftigt die Wamea Group über 100 Mitarbeiter. Es ist mir eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen, lieber Martin. Hallo Aisha, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Die deutsche Industrie steht unter Druck und das nicht erst seit gestern. Hohe und stark fluktuierende Energiepreise, ein anhaltender Fachkräftemangel und die fehlende Modernisierung unserer Infrastruktur sind einige der Gründe, warum die ausländischen Direktinvestitionen auf dem niedrigsten Stand seit 2013 sind. Gleichzeitig sind die Geldabflüsse aus Deutschland laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln so hoch wie noch nie. Auch für 2024 sind die Prognosen nicht vielversprechend. So erwartet beispielsweise der Bundesverband der Deutschen Industrie einen Rückgang der Industrieproduktion von 1,5%, wie dessen Präsident Siegfried Russwurm zuletzt auf der Hannover Messe im April verkündete. Auch der Werkzeugbau in Deutschland steht vor diesen Herausforderungen. Er muss sich gegen preisgünstigere Konkurrenz aus dem Ausland behaupten und wird zudem von konjunkturellen Schwankungen auf den Absatzmärkten beeinflusst. Dennoch gibt es weiterhin Unternehmer, die das große Potenzial unserer Industrie in Deutschland sehen und in unsere Zukunft investieren. Was hat dich bewogen, eine Holding im Werkzeugbau und der Teilefertigung zu gründen, Martin? Ja, das, was du jetzt sagst, das klingt natürlich erstmal sehr, 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 sehr negativ, sag ich mal. Ich meine, wir lesen da auch viele und Statistiken und Co. Jetzt haben wir zum Beispiel mal gesehen im April, glaube ich, kam jetzt vom Ministerium für Wirtschaft so ein bisschen aus, dass es wieder ein bisschen besser läuft, wenn man so möchte. Tendenziell sind wir hier auch einfach keine, also wir müssen das ein Stück weit differenziert sehen, sag ich mal, was für im verarbeiteten Gewerbe passiert und in welche Branchen dann letztendlich reingeliefert wird, sage ich mal. Zum Beispiel sehen wir jetzt dort im Maschinenbau, da tut sich wieder etwas mehr im Vergleich zu den Vormonaten, muss man sagen. Andere Industrien, das ist natürlich immer noch ein bisschen schwer, so zum Beispiel das Thema Bauindustrie, das muss man sagen. Aber grundsätzlich sind wir eher Fans davon, das etwas differenziert zu sehen und nicht pauschal zu sagen, verarbeitendes Gewerbe in Deutschland ist schwierig. Und da steigen wir halt auch so ein Stück weit ein. Und ich meine letztendlich, weil du auch direkt nach der Motivation fragst, in dem ganzen Thema Nachfolge, was ja auch statistisch nachweisbar ist, irgendwo da ist richtig was los. Jetzt ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel Anteil am deutschen Mittelstand hat die Industrie? Ich berufe mich da irgendwo auf so etwas mehr als die Hälfte. Also kann man sich ungefähr vorstellen, was da auch im Nachfolgebereich los ist und was für tolle Unternehmen es letztendlich gibt hier in Deutschland, die auch dem Ganzen, was du jetzt als Intro irgendwo gesagt hast, dem Ganzen strotzen, sei es aufgrund toller Produkte, toller Zielbranchen, die beliefert werden. Und ich sage mal, unser Konzept sieht eher ein Stück weit vor, dass wir uns da, was Zielbranchen betrifft, differenzieren. Also wir haben keinen Überhang in irgendeine Branche hinein. Und so sagen wir, wenn eine Branche mal Schwierigkeiten hat, was man ja gar nicht ausschließen kann, dann gibt es eine andere Branche, die wir beliefern, die aber eher durch die Decke geht. Und wir haben ja zum Beispiel aktuell auch viel so Nachfolgethemen, sage ich schon, Aufholeffekte aus den Lieferketten, wo wir merken, das sieht tatsächlich ganz gut aus und das läuft auch gut. Bitte? Einen guten Portfolio-Mix sozusagen. Ja, genau. Also ich neige auch eher dazu, klar, unsere Strategie sieht vor, dass wir uns an Materialien entlang hangeln, dass wir also irgendwo sagen, Keramik, Kunststoff und Metall sind so die Materialien verarbeitenden Gewerbe, die wird es auch in 10 Jahren noch geben. Alles andere, was wir tun, ist eher kurzfristig geprägt, weil wir nicht sehen können, was morgen ist, und deswegen hangeln wir uns eher an Branchen entlang. Wir haben einen guten Mix zwischen, ich sag mal, Medizintechnik, FMCG auch zum Stück weit, Maschinenbau, aber auch, und da glauben wir halt schon dann, so ein Stück weit Premium Automotive, das bestätigen auch unsere Zahlen halt aktuell, und deswegen du merkst, ich neige nicht so dazu zu sagen, irgendwo eine Branche ist, die Wirtschaft verläuft ja auch in Zyklen, und wir versuchen
uns da halt irgendwo auch gezielt irgendwo einzukaufen, wo wir uns viel von versprechen. Zum Beispiel so Bahn und Schiene in Deutschland ist auch so ein Thema. Infrastruktur, wir suchen uns da schon das aus, sage ich mal, wo wir uns auch viel von versprechen. Klar ist, wir setzen jetzt nicht tendenziell irgendwo alle Chips auf den Verbrennermotor. Das würden wir jetzt nicht tun, um es mal irgendwie überspitzt zu formulieren. Aber wir mischen das Ganze und das ist auch ein Stück weit unsere Philosophie, irgendwo so einen resilienten Konzern zusammenzubauen, sage ich mal. Ja, das ist bestimmt zukunftsfähig oder zukunftsfähiger sozusagen, ne, als eine einzelne Branche zu investieren oder sich da zu etablieren zu wollen. Wir haben jetzt, wenn wir nochmal zum Thema Unternehmensnachfolge kommen, es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen und Zahlen dazu. Die gehen von 500.000 bis 180.000 Unternehmer, Unternehmen, die eine Nachfolgelösung suchen. Ich glaube, für jedes Unternehmen, die eine Nachfolgelösung sucht, gibt es nur 0,3 Nachfolgelösungen. Interessierte. Das heißt, das Gap ist schon sehr groß. Der demografische Wandel hat da auch voll eingeschlagen. Und wir merken das ja auf der dub.de auch, dass es mehr Unternehmen und zum Glück noch ausreichend Nachfrage gibt. Aber für den einen oder anderen ist es eben schwierig geworden, wenn man gerade in der Familie niemanden hat, der die Nachfolge antreten will und in der Belegschaft vielleicht keiner möchte oder nicht die finanziellen Ressourcen hat, eine Nachfolge anzutreten. Das sind die Herausforderungen, die wir hier mal sehen, dass bei vielen Unternehmen eben die Nachfolge nicht geklärt ist. Man überlegt, gut, ich bin jetzt 60, ich mache es noch, bis ich 70 bin oder 80 bin, ne, je nachdem, in welcher Altersgruppe man sich befindet. Ihr habt ja einen Einblick in euren Fokusbereich. Und wie ist es bezüglich Unternehmensnachfolge in der Branche Werkzeugbau und Teilefertigung? Ja, also das, was du gesagt hast, das kann ich natürlich erstmal bestätigen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass egal welcher Statist, ich glaube, es ist ein Riesenthema. Also das Thema Nachfolge in Deutschland, glaube ich, das ist klar. Und jetzt hatte ich es ja eingangs auch schon mal gesagt, dass in diesem Nachfolgethema natürlich das Thema Industrie eine Riesenrolle spielt in Deutschland. Das kann man auch nicht von der Hand weisen. Und deswegen ist tendenziell in unserer Branche oder in unserem Scope, wenn ich so sagen möchte, bestimmt noch mal mehr los als in der generellen Nachfolgethematik. Das wird natürlich dadurch verstärkt. Also sagen wir immer, dass ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, das Thema Werkzeugbau und Teilefertigung ist ja auf den ersten Blick für viele auch einfach nicht sexy. Und dann da gibt es einfach andere Themen, die dann gerne bearbeitet werden. Und das, ich sage mal, uns spielt das natürlich ein Stück weit in die Karten. Aber ich werde immer wieder gefragt, was wäre denn, wenn es jetzt irgendwo mehr Wettbewerb gäbe? Und ich sage, mich würde das freuen, weil ich eher ein generelles Thema irgendwo sehe, dass da viel zu wenig aktiv ist. Ich glaube, dem ganzen Thema, so, ich meine, da gibt es dann irgendwo von Management bei in Kandidaten bis hin zu institutionellen, gerade in diesen kleineren die Sachen, die ich jetzt zunächst genannt habe, da muss ich in Deutschland, glaube ich, relativ viel tun, um dieser Nachfrage, die ihr auch auf eurer Plattform seht, einfach gerecht zu werden. Uns spielt es ein Stück weit in die Karten, aber ich denke da durchaus über den Tellerrand hinaus und ich glaube, in unserer Branche ist da tendenziell eher noch mal mehr los, als jetzt, wenn man branchenübergreifend aktiv ist. Und wir halten wöchentlich, um da mal so einen Einblick zu geben, so ich glaube 2 bis 3 tatsächlich proprietäre Anfragen von Unternehmern, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dieser Flut an Anfragen können wir ja gar nicht gerecht werden. Also das würde gar nicht ja. Das merken wir schon. Verstehe. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was du und ihr bei Vamea so macht. Und vielleicht, bevor wir weitersprechen und zur Unternehmensnachfolge in der Branche auch weitersprechen, vor allem, vielleicht kannst du ja mal kurz unseren ZuhörerInnen erzählen, was Vamea eigentlich genau ist. Das haben wir bisher ja noch nicht erzählt. Ja, wir sind ja voll eingestiegen. Ne? Das ist das tut dann auch gut, aber ist richtig. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Vamea Group ist sozusagen aus dem Gedanken geboren, dass jedes Unternehmen ein erfolgreichen Nachfolger verdient, um das Lebensweg zu sichern. Das heißt im Prinzip, wir bieten erfolgreichen Unternehmen und auch Unternehmern oder Unternehmerinnen ein neues Zuhause innerhalb unserer Zielbranchen, um weiter zu wachsen und in der Gruppe quasi stark zu werden. Das heißt, wir übernehmen 100% von den Unternehmen, die wir in unsere Gruppe integrieren
und entlasten dann auch die Unternehmer und Unternehmerinnen vor Ort in den operativen Gesellschaften, um so Tätigkeiten wie zum Beispiel Marketing, ein Stück weit Finanzen, aber auch, das heißt, wir lassen unsere Unternehmer und Unternehmerinnen innerhalb der operativen Gesellschaften quasi sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und ergänzen das Ganze hier durch die Führungsholding, wie wir es nennen. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir auch von hier, also wir haben auch Mitarbeiter hier bei uns in der AG, in den Bereichen Marketing, Finanzen, IT auch, und die unterstützen quasi vor Ort auch unsere Unternehmer und Unternehmerinnen in unseren operativen Gesellschaften, die wir übernommen haben und die wir auch in Zukunft übernehmen. Und das macht uns auch ein Stück weit aus und einzigartig, dass wir quasi einerseits diese individuellen Nachfolgekonzepte, und die sind immer so individuell wie das Unternehmen und der Unternehmer vor Ort selbst, da sind wir durchaus flexibel, sage ich mal, was das betrifft, aber auch im Nachgang, dass wir halt irgendwo sagen, wir entlasten aktiv und richten den Fokus quasi auf das Wesentliche. Ja, ich würde noch mal kurz zum Thema Führungsholding zurückkommen. Du hast es eben so selbstverständlich erwähnt. Ich denke, die meisten kennen es, wenn überhaupt, mal vage gehört oder im Studium vielleicht mal gelesen. Vielleicht kannst du das noch mal näher erläutern. Klar, gerne. Also vielleicht erläutere ich es einfach mal in Abgrenzung zu was anderem. Das ist, glaube ich, simpler, sage ich mal, und das ist halt eingänglicher. Es gibt, glaube ich, viele, und man werden auch die Zuhörer gut kennen, Finanzholdings. Ja, das heißt, man beteiligt sich, hat aber quasi im Grunde keine operativen Ressourcen in der Holding, um die Beteiligung aktiv zu unterstützen. Und Führungsholding im Gegensatz dazu gehört quasi, wir haben hier in unserer Holding tatsächlich auch Mitarbeiter sitzen, die aktiv unsere Töchter unterstützen und auch im Vorankommen im Zielgeschäft irgendwo mit weiter vorantreiben. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung und das macht uns eher einzigartig, weil es sicherlich viele Finanzholdings auf dem Markt gibt, aber dieses Thema Führungsholding, also aktiv auch die Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen, das zeichnet uns sozusagen aus. Innerhalb diesen Zielbranchen, wie wir schon besprochen haben, Werkzeugbau, Teilefertigung, klar, ein bisschen industrielle Services noch mit dazu, wir weiten das ein bisschen aus und das macht uns aus sozusagen. Ja, und also wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, vielleicht in so einem Beispiel, das letzte Unternehmen, was ihr übernommen habt, wie habt ihr das integriert? Ja, wir nennen das, ich sag mal, es ist ein Stück weit Integration Light, wenn man so möchte. Also das heißt, grundsätzlich ist es auch so, wir übernehmen ja nur hochprofitable Unternehmen. Das heißt, wir verstehen uns gar nicht als Restrukturierer oder Sanierer, sondern erstmal muss das Zahlenwerk wirklich kerngesund sein, weil wir in diese Operative auch nicht so weit reingehen möchten und auch nicht reingehen können. Das heißt, ein Stück weit, wir hangeln uns eher, ich sag mal, an Funktionen entlang, wie zum Beispiel, wenn wir mal anfangen, so Marketing. Das heißt so einerseits im Brand, also wenn man sich bei uns das anschaut, dann ist das alles aus einem Guss, wenn man so möchte, also auch unsere Töchter. Das Thema Marketing aber auch im Performance-Bereich. Das heißt, wir stärken unsere Tochterunternehmen im Bereich Online-Marketing. Das heißt zum Beispiel beim letzten Unternehmen, was wir übernommen haben, der Puppe GmbH, haben wir Online-Marketing-Kampagnen quasi ausgesetzt aus der Zentrale. Das ist für gewöhnlich nicht das, was ein Unternehmer im Werkzeugbau- und Teilefertigungsbereich als sein Daily Business irgendwo bezeichnet und im Übrigen auch nicht bezeichnen möchte, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Und da unterstützen wir gezielt. Wir haben das Thema, aber auch im Bereich Personalrecruiting gehen wir zum Beispiel Wege irgendwo, die jetzt ein klassischer Werkzeugbauer zum Beispiel nicht gehen würde. Sei es jetzt irgendwo Stichwort Instagram und so quasi aus der Zentrale heraus und machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen, muss man auch sagen. Also da unterstützen wir schon aktiv und dann haben wir die vermeintlich, ja, die Themen so rund um IT. Ja, wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel kein ERP bislang eingeführt hat, dann haben wir da irgendwo Möglichkeiten, das dann einzuführen, ein Implementierungskonzept oder auch Finanzen, dass wir das Thema Buchhaltung bei uns irgendwo zentral haben, hier einen guten Überblick über alles haben und Co. Das geht aber nicht so weit, dass wir halt irgendwo sagen, wir greifen sehr, sehr stark in die
operative ein für gewöhnlich und nennen das deswegen eher ein Stück weit Integration Light. Das setzt aber dann auch voraus, dass wir quasi den Unternehmer vor Ort auch ein Stück weit an uns zumindest zeitweise noch binden können. Und bevor wir zum Integration Light kommen, eigentlich ist dem Prozess ja vorgeschaltet die Identifikation von so Unternehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lernt ihr diese kennen? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, da sind unheimlich viele, die auf euch zukommen. Und ihr macht das natürlich nicht mit allen. Du hast schon gesagt, das Thema Restrukturierung, Sanierung ist bei euch kein Thema. Dafür gibt es andere Spezialisten. Genau, ihr seid nur an profitablen Unternehmen interessiert, die ihr dann in die bestehenden Strukturen einfügen könnt. Wie lernt ihr die denn jetzt genau kennen? Ja, das hat das hat anders begonnen, als es heute ist. Und deswegen ja, chronologisch natürlich, als wir gestartet sind irgendwo. Ich meine, wir haben 2021 gegründet. Da waren jetzt, sage ich mal, nicht so viele an der Türschwelle und haben auf uns gewartet sozusagen. Und deswegen war damals das Thema aktiv rausgehen und Unternehmerinnen und Unternehmer ansprechen größer. Im Übrigen auch über eure Plattform ein Stück weit. Das zieht sich natürlich bis heute auch irgendwo durch, dass wir das weiterhin machen, aber deutlich gezielter, also dass es zu unserem Portfolio und zum Bestandsportfolio gut passt. Also wir heben viel mehr Synergien inzwischen und gucken da auch bei den Zukäufen gezielt drauf. Aber wir müssen auch sagen, wir haben ein riesiges Inbound-Thema, das heißt, wir werden sehr, sehr viel angesprochen, sei es direkt von Unternehmern, was mich natürlich sehr freut, aber auch über M&A-Berater, die am Markt aktiv sind, die uns mittlerweile kennen. Ich sage mal, wir haben in diesem Small-Cap-Bereich, sagen wir, unter 10 Millionen Umsatz, Werkzeugbau und Teilefertigung, uns da schon eine Nische Arbeit, sage ich mal, dass man uns auch schwer vorbeikommt. Das merkt man einfach auch über Inbound, was bei uns so einpurzelt. Das heißt, die Wege sind durchaus unterschiedlich. Im Zeitverlauf hat aber dieses Thema Inbound deutlich zugenommen im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben. Heute merken wir schon, das, was wir quasi irgendwo in unserem Funnel so drin haben, das können wir so niemals mit Bordmitteln sozusagen bedienen. Also das ist viel mehr. Ja. Und habt ihr da so einen standardisierten Prozess? Ich weiß, das ist immer jedes Unternehmen und jede Nachfolgelösung individuell. Aber gibt es so K.O.-Kriterien, die ihr habt? Ja, also natürlich ist das Thema mit der Profitabilität, also was man jetzt, ich sag mal, im Zahlenwerk wirklich lesen kann. Ich meine, das ist dann klassisch, was man irgendwo an Unterlagen anfordert, das guckt man sich dann an und ich sag mal, wenn da irgendwo zu große Fragezeichen sind, dann können wir das und möchten wir das nicht tun, du hast ja trefflich gesagt, irgendwo dafür gibt es dann andere. Das ist ein Stück weit sich an unseren Materialien, Keramik, Kunststoff und Metall entlanghangeln, sage ich mal, im Werkzeugbau- und Teilefertigungsbereich. Ich meine, der Scope ist breit genug, glaube ich, da kann man relativ viel sich auch anschauen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, es kommt immer total auf die Personen an. Ne? Also wir lernen uns dann relativ doch sehr intensiv kennen im Nachgang, weil wir auch sagen, innerhalb von diesen 10 Millionen ist die Persönlichkeit des Unternehmers halt auch von besonderer Tragweite, sage ich mal, und da lernt man sich sehr, sehr intensiv kennen und natürlich auch die Motivation, die so dahinter stecken. Und da der Rest ist dann eher klassisch, wie man es kennt, mit Due Diligence. Aber gerade dieses persönliche Kennenlernen ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, damit der, wie man so schön sagt, der Nasenfaktor auch in alle Seiten passt. Ja, also das muss auch matchen, auch wenn der Unternehmer dann ja wahrscheinlich aus dem Unternehmen geht. Der prägt schon die Kultur dann des Unternehmens, was dann in eure bestehende Kultur wahrscheinlich gut integrierbar sein muss. Ne? Dass es nicht die gleiche ist, ist wahrscheinlich klar, aber... Ja, also wir wertschätzen da total die Unterschiede. Was ich so ein bisschen relativieren muss, ist, dass quasi die Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns ansprechen, irgendwo kurzfristig auch das Unternehmen verlassen wollen oder müssen oder wie auch immer. Tatsächlich hat sich das auch im Zeitverlauf etwas gewandelt, sage ich mal. Also wir waren in 22 eher damit irgendwo konfrontiert, sage ich mal, so klassisch altersbedingte Nachfolgethemen zu lösen. Das können wir auch. Also dass jemand quasi als Altgesellschafter sagt, ich möchte innerhalb von 2 Jahren raus. Ne? Also noch ein K.O.-Kriterium an der Stelle ist im Übrigen, wenn jemand sagt, ich muss
jetzt irgendwie im halben Jahr raus, das machen wir nicht. Wir Ja. sagen, irgendwo ein bis zwei Jahre müssen wir noch zusammenarbeiten. Und was schön ist und was wir natürlich sehr gerne machen, wir haben total viele, die irgendwo den Wert auch dieser Gruppe sehen von außen und die sagen, ich möchte tatsächlich irgendwo Teil davon werden mit meinem Unternehmen. Davon hat man 23 tatsächlich ein paar, mit 24 jetzt auch wieder welche. Wo man sich natürlich, was für uns natürlich noch besser ist, und wir können auch den Unternehmerinnen und Unternehmern, die uns irgendwo ansprechen, neue Rollen in unserem Gesamtkonzern halt anbieten. Und das finden viele schon interessant und das freut mich total, weil wir eher angetreten sind, um dieses klassische Nachfolgethema anzugehen. Mittlerweile ist es aber ein bunter Mix und deswegen muss ich auch wieder sagen, irgendwo, das ist immer alles so individuell. Wir können alles machen und schauen uns auch vieles an, sage ich mal, es sei denn, diese K.O.-Kriterium, die ich jetzt erwähnt habe, sind dabei, aber wie das dann in der Zusammenarbeit weitergeht, das ist total unterschiedlich, muss man sagen. Ja, verstehe. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass ihr immer 100% des Unternehmens übernimmt und auch keine anderen sozusagen Mischformen anbietet oder präferiert. Was spricht denn aus deiner Perspektive für oder gegen eine Beteiligungslösung? Also warum kommt das bei euch nicht in Frage? Aber wir arbeiten tatsächlich viel mit Beteiligungslösungen, nur nicht auf Ebene der Zielgesellschaft oder Tochtergesellschaft. Also wir incentivieren und arbeiten auch mit Rückbeteiligungsmodellen, allerdings dann an der AG, weil man Teil, und das möchten wir auch aktiv forcieren, weil man Teil des Ganzen wird. Viele Unternehmer, mit denen wir sprechen, irgendwo, die hinterfragen natürlich auch, seid ihr jemand, der jetzt quasi das mein Unternehmen Standalone übernimmt und dann irgendwo aufhübscht und dann weiterverkauft. Das können wir halt so komplett negieren von Anfang an. Dafür bieten wir aber diese. Ne? Also, das ist dann eher wahrscheinlich Private Equity Geschäft und das ist kein Part, den ihr in euren Dienstleistungen habt. Nein, genau. Wir übernehmen Unternehmen und wachsen dann quasi als Ganzes mit Führungsholding drüber und nennen das dann quasi die irgendwie unsere Unternehmensfamilie. Und das setzt dann aber auch voraus, dass wir die Beteiligung, Rückbeteiligung, an der AG rausgeben und nicht an einem Zielunternehmen oder Tochterunternehmen, was wir quasi bei uns im Konzern haben. Das ist einfach der Hintergrund, aber grundsätzlich incentivieren wir schon über Beteiligung auch. Ja, okay, verstehe. Jetzt haben wir sozusagen über den Prozess und wie ihr da aufgestellt seid gesprochen. Du hast ja sehr viel Erfahrung in dem Bereich Unternehmensnachfolge, weil ihr viele begleitet habt, integriert habt, aber auch welche eben nicht. Was würdest du denn sagen, was aus deiner Sicht die häufigsten Gründe sind für eine gescheiterte Unternehmensnachfolge? Also warum scheitern diese Prozesse? Ich glaube, es scheitert wie so oft an Kommunikation. Oder ein Missverständnis, dass man quasi irgendwo Sachen, also das ist ja total klar, wenn Sachen von vornherein irgendwo nicht ausgesprochen werden, dann entstehen unterschiedliche Erwartungshaltungen. Wenn Erwartungshaltungen nicht getroffen werden, entsteht Enttäuschung. Also ich persönlich glaube, dass es eher dort liegt, sage ich mal, wenn solche Themen scheitern. Ich glaube kaum, dass es, ich meine, Papier ist durch Zahlen, ne, das ist das eine. Ich glaube, da kann man, sei jemand irgendwo vertuscht irgendwo was, was wir im Übrigen aber auch nicht erleben. Also es ist tatsächlich immer ein sehr, sehr offener Prozess, aber wir spielen ja auch nicht irgendwie Verstecken miteinander, sondern offene Karten. Und ich glaube, wenn man nicht sauber kommuniziert und vollumfänglich miteinander kommuniziert von Anfang an, dann droht es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich abzubrechen oder dann auch im Nachgang irgendwo schwierig zu werden. Deswegen, also wir haben das auch eher so gelöst, dass wir tatsächlich auch vieles aufschreiben, ne? Das finde ich immer auch wichtig. Also man muss sich auch nicht, ist gut, ne? Ja. Ja, man muss sich ja auch nicht immer offen am Tisch irgendwie mit den Sachen konfrontieren, sondern jemand schreibt mal was auf und dann kann jemand anders das irgendwo für sich sacken lassen. Das muss ja auch nicht immer in juristischer Reihenform passieren, aber dass man zumindest mal sagt, das sind irgendwie die Jobos und so stellen wir uns das vor. Und jetzt denk mal, lass das mal ein paar Tage irgendwo sacken und dann sagt uns was dazu. Und ich glaube, damit kriegt man viele Missverständnisse von Anfang an irgendwo ein Stück weit ausgeräumt. Und das ist, glaube ich, gerade in diesen Nachfolgeprozessen total essentiell, wenn man danach auch noch über einen bestimmten Zeitraum zusammenarbeiten möchte und darauf setzt, dass quasi auch der Know-how-Austausch irgendwo reibungslos verläuft.
Ja, genau. Also wie du schon sagtest, das stellen wir hier auch fest, dass das Thema Kommunikation unheimlich wichtig ist und richtige und gute Kommunikation vor allem. In dem Zusammenhang ist es ja so, dass wir sehen häufig viele Transaktionsprozesse werden von M&A-Beratern begleitet. Das ist eine professionelle Begleitung sozusagen. Das ist ja, ich habe vielfach gehört, dass auch auf Käuferseite das durchaus wertgeschätzt wird, wenn ein Berater am Tisch sitzt, weil da kann man sicher sein, die Unterlagen sind dem Prozess gebührend gepflegt und liegen vor. Also was würdest du sagen, wie ist da deine Empfehlung für oder ohne M&A-Berater? Ja, also pauschal ist das dann schwer zu sagen, ne, aber weil es natürlich auch von der Unternehmerpersönlichkeit und dem Know-how abhängt. Grundsätzlich bin ich aber eher ein Freund, wenn es einen Berater dort gibt. Das hat einerseits den Vorteil, dass also viele Hausaufgaben wurden einfach schon erledigt, wenn man zu uns kommt, sage ich mal. Ne. Das sind dann einfach von Kaufpreis bis hin zu Erwartungen, was man an einen Käufer hat. Das ist im Regelfall dann schon geschehen. Und das hilft uns natürlich. Und ich glaube, es ist auch immer hilfreich, wenn man jemanden mit am Tisch sitzen hat, sage ich mal, der das auch eher moderiert und mal ein paar Sachen aufnehmen kann, um das dann auch in die Sprache des anderen hinein zu übersetzen, sage ich mal. Tendenziell neige ich dazu, eher zu sagen, es ist gut, wenn ein Berater mit am Tisch sitzt. Ja. Auch wenn man Ja. das abhängig machen muss von der Unternehmerin, vom Unternehmer, der auch veräußert, was der für ein Netzwerk hat und Co. Das hängt auch ein Stück weit davon ab. Ja, genau. Also das mir auch häufig berichtet, dass die Begleitung durch eine professionelle Beratung in der Regel Sinn macht, wenn man sich selber mit dem Thema nicht wirklich auskennt. Ne? So. Ja, und man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Kapazitäten das letztendlich bindet. Ja. Ne? Also wenn man in so einem Prozess drin ist und das an jemanden, alles kann man ja eh nicht abgeben, aber da eine Unterstützung, Unterlagenbeibringung in der Due Diligence und Co. und dann damit reindenken. Für gewöhnlich hat ja so ein Unternehmer vor Ort auch ein paar andere Sachen noch zu tun. Und dann ist das natürlich einfach so das jetzt kommt jetzt nochmal so on top. Also ich würde es tendenziell auch nicht selber machen. Ne? Deswegen glaube ich, ist eher irgendwo gut beraten, sich da jemanden Vertrauensvolles mit an Bord zu holen. Ja, apropos vertrauensvoll. Es ist ja so, wir kriegen das auch häufig mit, wenn ein Unternehmer an die optimale Nachfolgelösung für sich denkt, da ist ja nicht unbedingt die Holding die Traumvorstellung oder nicht die erste Wahl, würde ich meinen. Weil natürlich ist es am liebsten, wenn es in der Familie bleibt oder in der Belegschaft oder man kennt den irgendwie, der das kauft, weil es nicht so abstrakt ist, vielleicht wie eine Holding. Und die sind ja eher so ein bisschen, haben ja Bedenken oder Berührungsängste. Wie begegnet ihr denen in der Praxis? Also wie geht ihr damit um? Ja, tatsächlich. Also ich hätte das als These von außen auch so vermutet, dass das tendenziell schwierig ist, weil dann der Unternehmer ja sagt, ich möchte halt jemanden, so das Management bei einem Kandidat und dann kommt irgendwo ein junger Typ vorbei und sagt, übernehme jetzt den Laden, ich führe den idealerweise noch genauso, wie du den geführt hast. Ich Mini, glaube, bitte? Mini am besten. Ja, so, das, also würde man tendenziell vermuten. Ne? Dem begegnen wir tatsächlich weniger. Ne? Uns spielt natürlich auch ein Stück weit in die Karten, dass wir jetzt nicht der institutionelle Finanzinvestor, wir hatten es ja schon besprochen, irgendwo sind, der jetzt irgendwo Geld von hinten bekommt und das dann einfach irgendwo ein Stück weit deployen muss. Und der sind wir ja nicht. Ne? Wir verstehen uns schon dann auch selber als Familienunternehmen und können so entsprechend auch auftreten. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele diesen Mehrwert so einer Gruppe auch durchaus erkennen und uns ansprechen, weil sie natürlich selber auch merken, wir haben es ja eingangs drüber gesprochen, die Situationen sind ja auch am Markt jetzt nicht immer easy, ne? Also für keinen. Ja. Und merken schon, wenn man sich da austauschen kann, vielleicht auch diese unternehmerische Last, sage ich mal, ein bisschen teilen kann. Aber weitermachen kann und das machen kann, was man ja auch irgendwo über die Jahre lieben gelernt hat als Unternehmer, nur dann halt in der starken Gruppe, da erkennen schon viele den Mehrwert an. Also das muss man dann noch ein bisschen, glaube ich, revidieren. Wir machen damit tatsächlich eher positive
positive Erfahrung. Nun kenne ich auch nicht die Dunkelziffer, die sich bewusst vorher auch gegen uns entscheiden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch über eure Plattform da ansprechen, da merken wir keine Haltung. Und die letzten Bedenken, die kriegt man eigentlich im ersten persönlichen Gespräch dann auch ganz gut ausgeräumt, sage ich mal. Ja. Also ich denke auch, dass immer, wie man sozusagen als Unternehmensinhaber, der eine Nachfolgelösung sucht, vor dem Prozess darüber denkt und während und danach, das sind, glaube ich, immer so unterschiedliche Dinge, weil man das ja in der Regel, die meisten das ja auch nur einmal im Leben machen. Ne? Deshalb ist das ja auch nichts, wo man schon Erfahrungen hat. Ja, stimmt. Und wenn du dir jetzt mal sozusagen ein Traumunternehmer aus der Perspektive des Investors, desjenigen, der das Unternehmen übernehmen möchte, ausmalen könntest, wie würde der denn aussehen? Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es natürlich im Idealfall, ich habe es gerade schon irgendwo geschildert, die auf uns zukommen oder die wir ansprechen und die dann wirklich den Mehrwert von so einem Gruppenkonstrukt sehen und sich damit auch ein Stück weit identifizieren können und wollen. Das heißt ein Stück weit irgendwo, dass man Sachen, dass man Kundenkontakte teilt zum Beispiel und Co. Also wir machen auch viele gemeinsame Kundenansprachen in der Gruppe. Das ist erstmal natürlich dann ideal. Ich sag mal, und wenn man dabei die Verantwortung für das eigene Geschäft weiterhin behält, ich meine, wir machen jetzt eher tendenziell weniger die Erfahrung, aber zumindest kann man ja sich das mal so vorspinnen, dass man sagt, jetzt kommt so eine Vamea vorbei und kauft das und danach kann man so ein bisschen die, ganz salopp gesagt, so ein bisschen die Füße hochlegen. Aber das, wir erleben das nicht und deswegen machen wir auch tendenziell eher gute Erfahrungen. Die Leute bleiben in ihrer Verantwortung, erkennen aber den Mehrwert dieses Gruppenkonstrukts halt und setzen es idealerweise mit uns auch ein Stück weit schon um. Das tendenziell setzt man das jetzt eher mehr voraus als früher und das sind auch die idealen Persönlichkeiten irgendwo für uns. Ne? Es gibt ein paar, die auch schon mit ihrem Unternehmen, die sich da quasi Gedanken gemacht haben, ein Konzept entwickelt. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr ein Unternehmen im Bereich Normteilehandel irgendwo zugekauft, was jetzt den gesamten Einkauf und den Normteillieferung für unsere anderen Töchter übernimmt. Und da hat man sich vorher zum Beispiel schon Gedanken drüber gemacht und wächst dann halt mit. Das ist natürlich ideal. Das setzen wir aber nicht voraus. Ich meine, wir können uns auch ein bisschen Gedanken machen. Das kriegen wir dann auch noch irgendwo miteinander irgendwo zusammen. Aber grundsätzlich ist es schon die Idee, in diesem Gruppenkonstrukt halt weiterzumachen oder eine Übergabephase mitzudesignen und dafür auch durchaus offen zu sein. Das ist das, was wir als ideal bezeichnen. Mhm. Gut, das ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen auch immer des Unternehmers. Ne? Das, man möchte ja auch, oder die möchten ja auch gerne, dass das Lebenswerk gut fortgeführt wird und wenn das die Basis dafür ist, dann rennt man da vielleicht auch offene Türen ein. Ja, absolut. Also das ist das, was ich sagte. Ne? Ich meine, von außen betrachtet könnte man vermuten, jemand möchte entweder schnell irgendwo raus und möglichst viel Barkaufpreis realisieren und dann jemanden haben, der das Unternehmen so weiterführt, wie man es selber gemacht hat. In der Realität ist es eine Mischform und dem sehen wir uns halt auch immer irgendwo ein Stück weit gegenüber. Und das ist so, wie du sagst, dass jemand meistens wohnt der Unternehmer direkt noch in dem Ort und so, und der hat dann schon klar. Also ich verstehe diese Bedenken auf persönlicher Ebene auch total. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Wenn wir jetzt mal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, die Unternehmen, die ihr euch anschaut und die ihr letztendlich kauft, sind das alles Unternehmen, die sozusagen eine Nachfolgelösung suchen oder sind es auch Unternehmen, die jetzt gerade kein akutes Nachfolgeproblem haben? Ich frage das, weil wir bei uns auf der Plattform haben wir ja so knapp 2000 Unternehmensinserate gleichzeitig und davon sind jetzt nicht, also es ist über die Hälfte, sind das schon klassische Nachfolgelösungen, aber es ist auch ein guter Teil von Unternehmen, die so zum Verkauf stehen, wo es eben keine akute Nachfolgesituation gibt. Wie ist das bei euch? Ja, tendenziell tatsächlich genauso, was bedeutet, wir haben in 22 eher dieses Thema Nachfolge bearbeitet, mittlerweile immer weniger. Also wir werden eher angesprochen, tatsächlich, wie ich schon mal gesagt habe, von Unternehmern, die gerne weiter wachsen wollen, ne, die noch ein Stück weit dabei sind, eine saubere Integration noch mitmachen wollen. Und das spielt uns natürlich auch ein Stück weit in die Karten, weil dann
müssen wir, wir können das. Ja, wir lösen auch gerne diese Nachfolgeprobleme, haben wir auch gut bewiesen irgendwo. Wir finden die Kandidaten dafür und haben auch irgendwie das Fingerspitzengefühl dann, dass die Leute irgendwo in diese Übergabe mitzudesignen. Aber wir freuen uns auch, wenn dieses Nachfolgeproblem, teilweise ist es schon gelöst. Also es gibt schon zum Beispiel schon externe Geschäftsführer und die wollen an uns herantreten. Wir sehen uns aber auch immer mehr Anfragen konfrontiert tatsächlich von Einzelpersonen, die gerne mit uns gemeinsam ein Unternehmen kaufen wollen. Also wie du merkst, es ist total vielschichtig. Tatsächlich hat sich im Zeitverlauf dieses Thema Nachfolge und dann gerade altersbedingt war eher ein Thema und so sind wir auch eher gestartet und merken aber mittlerweile, es geht in eine ganz andere Richtung und das heißt nicht, dass wir dieses Nachfolgethema tatsächlich ablehnen, aber wenn man uns sieht, dann darf man auch nicht denken, wir haben jetzt nur dieses klassische altersbedingte Nachfolgethema, sondern es ist extrem vielschichtig und mittlerweile, wenn das Unternehmen quasi auch irgendwo schon, ich nenne es mal Exit Ready, an uns herangetragen wird, wo schon ein externer Geschäftsführer zum Beispiel schon mit drin ist, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Aber es ist, diese Nachfolgekonzepte oder Übernahmekonzepte sind so individuell, dass wir quasi sagen, wir können und wollen alles machen und es hat sich im Zeitverlauf eher nochmal so ein bisschen gewandelt, also weg von diesem altersbedingten Nachfolgethema. Ja, vielleicht nochmal zu dem Nachfolgeprozess, der endet ja nicht naturgemäß beim Notar, sondern es gibt ja auch diese Post-Merger-Geschichte im Nachgang. Die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die verkaufen, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen davon. Die einen sind wahrscheinlich froh, wenn sie raus sind, die anderen wollen sozusagen sich noch einbringen. Habt ihr da eine klassische Lösung oder ist das auch ein individuelles Thema? Ja, das ist sehr individuell. Also ich kann nur ausschließen, sage ich mal. Ausschließen tun wir die jetzt sagen, ich muss jetzt dringend, warum auch immer, ne, nach einem halben Jahr hier raus sozusagen. Das machen wir nicht, weil das einfach vom Übergabezeitraum her viel zu kurz ist. Ne. Ich sage mal, ein Jahr, also die Bereitschaft, mit uns noch ein Jahr oder zwei Jahre zusammenzuarbeiten, das setzen wir schon irgendwo ein Stück weit voraus. Beim Rest sind wir sehr flexibel, also auch wenn es halt darum geht, irgendwo, ich spreche jetzt ein bisschen neudeutsch von der Exit-Readiness, was so ein bisschen bedeutet, ist jetzt noch eine Immobilie im Unternehmen drin, die man hätte herauslösen können oder sollen. Da gibt es klassisch so Pensionsverbindlichkeiten, die so ein Unternehmer mal abgeschlossen hat, die noch im Unternehmen drin sind. Wir trauen uns durchaus zu, dass auch im Nachgang noch zu machen. Also das zeichnet uns sicherlich auch aus irgendwo, dass wir sagen, wir können alles tun und deswegen ist es sehr individuell, ob das quasi vorher schon gemacht wurde oder ob wir das hinterher noch machen mit dem Unternehmer zusammen. Aber ich sage mal, ablehnen tun wir, wenn jemand jetzt aus welchen Gründen auch immer innerhalb von unter 6 Monaten unbedingt raus muss und wir dann quasi weitermachen müssen. Ja, verstehe. Wenn wir noch mal kurz zu dem Thema kommen, wir haben ja eingangs gesagt, der demografische Wandel schlägt sich durch. Das heißt, es suchen mehr Unternehmer, Nachfolger, als es Interessenten gibt. Das schlägt sich aber auch auf der mitarbeitenden Seite durch. Das heißt, das Personalproblem, das gibt es ja in allen Ecken und Enden. Man sieht, dass viele einfach keine Kapazitäten mehr haben und bestimmte Geschäftsbereiche schließen oder reduzieren müssen. So ein Unternehmensübernahme-Übergabeprozess sorgt ja auch immer ein bisschen für Unruhe in der Belegschaft. Wie geht ihr damit um? Also das Thema Personalfluktuation vor, während und nach der Übernahme. Ja, also wenn wir so bei der Chronologie mal bleiben, also vor der Übernahme, sage ich mal, das hat mich selber überrascht, diese lange Betriebszugehörigkeit von den Mitarbeitern. Ne? Also die wirklich auch sehr, sehr, also dem Unternehmen sehr treu sind. Und da wissen wir natürlich, dass das unser wichtigstes Gut ist, auch dass wir jetzt nicht damit das verspielen können, sage ich mal. Also ist dieser Kennenlernprozess, den nehmen wir schon durchaus ernst, gestalten ihn aber durchaus leger. Das heißt, für gewöhnlich, wenn wir übernehmen, kommen wir mit dem Unternehmer zusammen und dann stellen wir uns davor und dann, ja, wir grillen was zusammen irgendwo, dann gibt es das eine oder andere Getränk zusammen und dann lernt man sich auf einer lockeren Basis auch Stück weit kennen. Das sind die,
die weichen Faktoren. Bei den harten Faktoren ist es natürlich so, dass wir auch sagen, wir beschäftigen alle weiter. Wir sehen jetzt auch keinen Bedarf, irgendwo die an den wichtigen Bestandteilen wie Gehältern oder Co. zu drehen. Und das ist natürlich das, was die Belegschaft interessiert. Und das zeigt sich auch in einem Prozess, dass wir es eigentlich schaffen, auch zu den Mitarbeitern gegenüber ein vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein. Das zeigt sich immer wieder. Und bislang, muss man sagen, ist mir kein Fall bekannt, wo wir halt irgendwo sagen, da verlassen Mitarbeiter das Unternehmen, weil es einen neuen Gesellschafter dahinter gibt. Tendenziell merken die davon ja auch nicht so viel, wenn man echt ist. Also im Arbeitsalltag so. Wir kümmern uns natürlich irgendwo darum, dass wir schon für so ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen. Ne? Wir haben jetzt hier eine gemeinsame EM-Tipp-Runde über alle Unternehmen hinweg, ne? und veranstalten gemeinsame Wandertage und Co. Das gehört schon dazu. Aber ich sage mal, im Arbeitsalltag wüsste ich nicht, warum man sagen sollte, da hat sich durch den neuen Gesellschafter so viel zum Negativen für mich verändert, dass da irgendwas passiert. Und bislang ist da auch nichts. Es gibt soweit nichts. Ja, das ist ja gut zu hören. Richtig. Ja, also ich meine, und wir haben natürlich schöne Möglichkeiten, sage ich mal, über Personalmarketing auch weiter auszubauen. Ich denke da bewusst nicht an Ersatz, sondern eher neu zu finden. Und das uns gelingt das tatsächlich ganz gut, diesem Thema, was du gesagt hast, das Thema Fachkräftemangel und Co., dem zu entgegnen, sage ich mal. Ja. Wir haben ja jetzt sehr viel über Vamea gehört und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der uns hier zugesehen hat oder zugehört hat, vielleicht denkt, ich habe ja zwar kein Unternehmen zu verkaufen, aber ich würde mich gerne an Vamea beteiligen oder hätte Interesse daran, mit Vamea zusammenzuarbeiten. Wie ist das möglich? Ist das eine Option? Klar, das ist immer eine Option. Also zusammenzuarbeiten ist ja sowieso was, was man, also dieses Thema Kooperation mit anderen Unternehmen, Unternehmern, da man findet meine Kontaktdaten relativ zügig, wenn man das möchte und kann sich da sehr unkompliziert mobil melden. Und auch das Thema Invest über mehr ist natürlich immer, darüber kann man sich immer wieder unterhalten. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten, auch was zu machen tatsächlich. Haben sich auch Mitarbeiter von uns an uns beteiligt und Co. Also da sind wir schon vielseitig. Natürlich muss der, wie schon mal gesagt, da muss ein Nasenfaktor gut passen, aber da man lernt sich kennen und auch die Möglichkeiten sind da. Die Entwicklung, die wir so machen, ist durchaus positiv, muss man sagen. Ja, vielleicht ergibt sich da ja noch was. Und ich zum Abschluss noch mal fragen darf, die Vision von dir für Vamea, wie sieht die für die Zukunft aus? Was ist dein Plan oder deine Vorstellung vielleicht? Ja, also wir arbeiten für gewöhnlich so, ich sage mal, mit einer Dreijahresstrategie und revidieren die eigentlich so halbjährlich. Also da merkt man ein Stück weit, wie schnelllebig das ist. Ja, also man muss ja auch verstehen, wir sind ja jetzt wir werden jetzt fast 6 oder fast 7 Unternehmen innerhalb der Gruppe und das ist schon einigermaßen dynamisch, sodass man sagen muss, man revidiert die Sachen auch ein Stück weit. Wie gesagt, an diesen Materialien hangeln wir uns entlang, weil wir eben sagen, die gibt es auch in 10 Jahren noch und ansonsten versuchen wir uns weiter zu diversifizieren in Technologien, aber auch in Zielbranchen. Das heißt, unsere Vision ist, einen resilienten Konzern mit mittelständischen Strukturen hier zu schaffen. Ich sage mal, bis zu einer Umsatzgröße von, ich sag mal, 40 bis 50 Millionen ist es ja auch nicht so weit und dass es nicht greifbar wäre und das ist so von den Dimensionen. Und natürlich wollen wir auch organisatorisch weiter Synergien irgendwo schaffen. So in diesem Bereich Kunststoff und Metall ist uns das schon durchaus gelungen und da wollen wir stärker rein, sodass wir irgendwo innerhalb von 3 Jahren sagen können, wir haben diesen resilienten Konzern mit eigenständigen Unternehmen, das soll auch weiterhin so bleiben, aufgebaut, profitabel und durch diese ganzen Krisen, die wir ja jetzt hier auch immer links, rechts immer mal angeschnitten haben, dass uns das nicht aus der Bahn werfen kann, weil wir da sozusagen uns ausgleichen und das ist natürlich viel mehr, als wenn man jetzt sagt, ein Standalone-Unternehmen agiert in dieser Landschaft. Und
Und deswegen setzen wir halt verstärkt auf dieses Resilienzthema. Ja, schön. Das macht auf jeden Fall Mut und Neugierde, euch in den nächsten Jahren auch nochmal zuzuschauen. Und vielleicht sprechen wir uns dann nochmal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen sehr spannenden Austausch heute mit dir und für alle, die Martin nochmal sprechen, fragen wollen. Die Kontaktdaten blenden wir im Nachgang nochmal ein und die gibt es auch bei uns auf der Seite zu sehen. Vielen Dank, Martin. Herzlichen Dank, Arsche.